So, hallo allerseits. Willkommen zum, ich glaube, fünften und letzten Video zu der Walter P99. Eine Ausführung 9mm PA Knall, also eine Schreckschusswaffe. Und ich teste hier übrigens gerade eine neue Kamera-App. Ziemlich cool. Hat sehr viele Möglichkeiten. Guck mal hier. Wow. Geil. Zup, im laufenden Betrieb auch nicht schlecht. Hier kannst du noch ein bisschen spielen. Naja, gut, komm. Also, wollen wir die mal zerlegen und das geht ziemlich schnell. Ich hole die hier aus dem Paddelholster raus. Na, als erstes Magazin raus. So, jetzt seht ihr hier an der Stelle so einen kleinen Bolzen. Den seht ihr hier hinten angedeutet. Der ist aber da nur. Ja, Spielzeug. Ja, also, jetzt nimmt er das hier so, dass die, dass diese Nut hier genau über den Bolzen drüber ist. Dann könnt ihr den rausziehen. So, jetzt nach hinten wegziehen. Den Schlitten nach oben, dann nach vorne raus. Dann holt ihr hier die Federführungsstange mit der Feder raus. Die sind miteinander verbunden. Und dann habt ihr noch hier so ein, ja, ein Führungsstück, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Und damit war es das schon. Jetzt bloß vermeiden, abzuschlagen, das wäre nicht so gut. Beim Original lässt sich dann hier noch den Lauf rausholen, der Lauf rausholen. Manche Leute sind natürlich dann auch so intelligent und durchbohren die Knarre. Was natürlich so nicht besonders gut ist für die Zulassung dieser Pistole, denn die hat nur eine Zulassung mit diesen Stiften da drin, ne? Damit dann eben keine Kleinkaliber mit verschossen werden können. Das geht. Das macht die Knarre nur nicht lange mit. So, dann wieder zusammenstecken. Und zwar wieder hier rein. Jetzt seht ihr hier. Und zwar das da muss so rein. Das macht man am besten hier, indem man die Pistole oben hat. Die Federführungsstange so. Einfach wieder hier drüber. Ja. So. Das war's. Jo, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, adiot, schwenkt tot.